Es ist ja nicht so, als wäre das ihr Leben. Ich denke, es ist ihnen peinlich. Ja, ich denke schon. Hey, sieht so aus, als hätten wir Zuschauer. Hey, ihr, lasst euch ein Porträt anfertigen. Das hält länger. Tut mir leid, wenn ich euch gestört habe. Geht mich wirklich nichts an. Ich werde jetzt gehen. Ich bin Talisa. Ich habe davon gehört, dass eure Familien versuchen, euch auseinanderzubringen. Solche Folgen verbreiten sich wirklich schnell. Habt ihr das gehört, Aulava? Wir sind berühmt. Euer Vater konnte es nicht völlig geheim halten. Das gefällt mir. Ich fühle mich bedeutend. Das ist ja interessant. Was habt ihr denn gehört? Was wird geredet? Genau genommen geht es mich ja nichts an. Ich lasse euch einfach wieder in Ruhe. Es hörte sich so an, als wäre es ihnen peinlich, dass ihr beide zusammen seid. Das ist auch egal. Hört nicht auf sie. Letztendlich ist doch nur die Liebe, die zählt. Wirklich ist das das Einzige, was zählt, selbst wenn man Dinge tut, die andere nicht für richtig halten. Die Dinge, die sie denken, sind sehr schlimm und sie versuchen sie zu vertuschen, damit die Leute nichts merken. Wenn ihr schon fragt, dann wisst ihr schon, dass ihr recht habt. Geht mich allerdings nichts an. Hört sich so an, als würden eure Familien denken, ihr hättet keinen guten Einfluss aufeinander. Das habe ich gerade gesagt, nur die Liebe zählt. Lebt euren Traum, liebt. Nehmen wir mal das Mittlere. Ja, das ist richtig, sicher richtig, aber was wissen die denn schon? Es ist ja nicht ihr Leben. Ich weiß, aber sind wir bereit, den Weg allein zu gehen? Ich meine, euer Vater hat das, was wir tun, geheim gehalten. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr meint, dass ihr noch nicht so weit seid, dann ist das eure Antwort. Geht mich allerdings nichts an. Ihr scheint zu wissen, was ihr wollt. Das müsst ihr nicht von mir hören. Riskiert das, eure Gefühle sind das Einzige, was euch Junggebliebenen wirklich wichtig sein sollte. Ja, der absolut und völlig Fremde hat recht. Recht habt ihr, das denke ich auch. Wieso scheren wir uns darum, was die anderen denken? Dieses Leben ist zu kurz, um sich darüber Gedanken zu machen. Wunderbar kurz und noch kürzer. Verdammt seien sie alle, verdammt, bloß wir tun's. Ja, ihr habt so recht, Aulava. Mögen unsere gemeinsame Zeit kurz und süß sein, wie wir es geplant haben. Größer als das Leben. Danke, Talisa. All das haben wir euch zu verdanken. Ja, alles, was wir tun, widmen wir euch. Nein! Absolut. Verdammt seien die Eltern. Wir werden alle Leute wissen lassen, was ein Fremder für uns getan hat. Jetzt werden mich zwei Familien hassen. Ray! Sehr toll. Und ja... Da haben wir Shafir. Den kenne ich auch noch nicht. Der ist, glaube ich, nämlich auch aus dem Unfinished Business Pack. Mal sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Seid gegrüßt, ich bin Shafir, ein einfacher Kaufmann. Wartet. Ich spüre, dass ihr die Lampe habt und dass sie noch weitere Wünsche erfüllen kann. Interessant. Also hat dieser närrische Materia Kala sein Ende gefunden. Haha. Wovon sprecht ihr? Ihr wusstet, dass dies geschehen würde? Es gibt keinen Grund, dieses Spielchen fortzusetzen, Sterbliche. Ich verkaufte Kala die Lampe, weil ich wusste, welche Zerstörung sein geringer Geist anrichten würde, wenn er Zugang zu solcher Macht hätte. Nun bringt ihr die Lampe zu mir und warum? Ihr wisst nicht, wie ihr an ihre Geheimnisse kommen könnt. Es gibt ein Befehlswort, Materia, und das ist der Schlüssel zur Lampe. Und für den Fall, dass ihr närrisch genug seid, mich deswegen verletzen zu wollen, seht her, meine wahre Gestalt. Ja, er ist ein... wie heißen die Viecher nochmal? Raschka oder so ähnlich? Also ihr Würmer... Also ja, er sieht so aus wie der Raschka, den wir in den Kanalisationen getötet haben. Also ihr Würmer, habt ihr irgendwelche Fragen? Für einen gewissen Preis werde ich euch den nötigen Befehl mitteilen. Ich könnte euch alle natürlich einfach töten, jedoch ziehe ich es vor, mir das Chaos anzusehen, dass ein falsch formulierter Wunsch in einer so dicht besiedelten Gegend wie diese hier auslösen könnte. Warum habt ihr das getan? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin ein Raschkasser. Ach, ein Raschkasser. Die kleinlichen Streitereien, solch primitiver Wesen wie euch, Mensch, amüsieren mich. Die Fehler, die ihr macht, bestätigen mich so herrlich in meiner eigenen Überlegenheit. Ich denke, ich werde euch besser töten. Ich bin bei weitem nicht so schwach, wie ihr denkt. Ah, eine Herausforderung. Nun gut, ich werde mich bemühen, die Sache für euch so schmerzhaft wie möglich zu machen. Ja. Ja? Gut. Ein Gebet. Einfach fragen und ich handle. Eine
Grabkugel. Nee, was Stärkeres, ein Feuerpfeil. Die Dienerin der Natur ist bereit. Insektenschwarm? Was hat er gezaubert? Tödlichen Nebel. Das ist nicht so schön. Ich helfe, wo immer ich kann. Wenn der eine Todeswolke beschwört. Und so wie es aussieht, wurde ich warte auf euren Befehl. Unser Zauber unterbrochen. Irgendwas stimmt hier. Ja, Harry ist fast am Abkratzen. Ja, dumme Materie. Nun gut, hier ist das Befehlswort. Markesh, der wahre Name des Djinns, der in die Lampe gebunden ist. Ich werde euch jetzt verlassen. Ich hoffe, eure Dummheit bringt euch einen schmerzhaften Tod. Wenn's das ist. Ja, puh. Wir sind alle ziemlich angeschlagen. Ja. Ich bin bereit. Aber zum Glück haben wir genug leichte Zauber. Ja. Die Dienerin der Natur ist bereit. So. Dann nehmen wir noch die Heilzauber. Gut. Geheilt sind wir, den Thron ist nichts. Das heißt, wir können die Lampe jetzt benutzen. Wollen wir mal einen Quicksave machen, dass wir im Notfall nicht den Rakasha nochmal machen müssen. Sie sieht wie eine gewöhnliche Bronzeflasche aus, wie sie für Öl benutzt wurde. Ihr habt erfahren, dass dies tatsächlich eine magische Flasche ist, die einen mächtigen Djinn beherbergt, der, wenn ihr ihn ruft, da ist zufällig von ihm verlangt. Nur da ihr das Befehlswort vom Rakasha Jafir, der die Lampe an Kala verkauft hatte, bekommen habt, solltet ihr in der Lage sein, den Djinn zu rufen. Legt die Lampe in den Quickslot. Fragt nur. So. Hallo, Djinn. Ah, die Abenteurer aus dem Zirkuszelt. Seid gegrüßt, Sterbliche. Ihr seid weder Kala noch der verachtenswerte Rakasha. Ich entnehme daraus, dass einer von beiden nicht mehr am Leben ist. Ja, Kala ist tot. Der Rakshasa jedoch ist fortgegangen. Still, Sklave, ihr seid hier, um meine Wünsche zu erfüllen. Nein, der Akshas ist bockiger. Ah, nun denn, dann gehört euch der letzte Wunsch. Ein Wunsch, ich dachte, Djinn müssten jeden ihrem Meister 3 Wünsche erfüllen. Kala hat die anderen beiden Wünsche also für sich selbst gebraucht. Kala muss die anderen beiden Wünsche also für sich selbst gebraucht haben. Was hat er sich gewünscht? Dann lass uns anfangen. Ein Wunsch? Das magische Wort, das mich aus der Lampe ruft, wirkt nur 3 Mal. Danach bin ich wieder in der Lampe gefangen und kehre zu diesem teuflischen Rakshasa zurück. Mit einem neuen Wort seiner Wahl. Kala braucht in der Tat 2 Wünsche auf, obwohl sie ihm nicht gut bekommen sind. Schade für einen Materia, war ganz interessant. Die Gesellschaft meinte es nicht gut mit ihm, was ihn ins Unglück und schließlich in den Tod führte. Aber ich schweife ab, ihr wolltet wissen, was er sich wünschte? Sein erster Wunsch war es, dass die anderen ihn respektieren. Deshalb gab ich ihnen einen Ring, vor dem ich annehme, dass ihr ihn euch angeeignet habt. Ja, der Charisma-Ring. Damit besaß er die Macht, andere zu beeinflussen, aber er wusste nicht, wie er sie anwenden sollte. Die Leute zollten ihm mehr Beachtung, aber desto lauter lachten sie, wenn ihm seine Zaubertricks misslangen. Daher sein 2. Wunsch, geäußert im Zorn. Er wollte Macht über die Magie wie ein mächtiger Ogre Magus, also gab ich ihm die Macht und den dazugehörigen Körper. Doch das half ihm auch nicht, wie ihr gesehen habt. Um ehrlich zu sein, habe ich das erwartet, seit ich euch im Zelt das erste Rätsel gestellt habe. Das Sterbliche bedeutet
nun, dass der letzte Wunsch für euch ist. Also, was wird euer Wunsch sein? Kalle hat für seine Missetaten nicht den Tod verdient. Bringt ihn ins Leben zurück, damit er aus seinen Fehlern lernt. Kalle hätte nicht für seine Verbrechen sterben müssen. Sein letzter Wunsch ist, dass er wieder von den Toten zurückholt. Ihr sagt, ihr müsstet weiter diesem Wakasha dienen. Dann wünsche ich euch die Freiheit. Ich wünsche, dass ihr Kalas Seele entsperrt für immer. Ich wünsche, dass Imoin meine Freude das Kindertag an meiner Seite ist. Ich wünsche, dass Imoin an meiner Seite ist. Ich wünsche, dass der Magier John Irenicus tot ist. Jafir mag mir entkommen sein, aber ich würde ihn trotzdem gerne tot sehen. Mein letzter Wunsch ist, dass ihr sein Leben auf eine qualvolle Art beendet. Ja, ich wünsche, dass ich selber der neue Besitzer der Lampe bin, sodass ich das neue Befehlsbord bestimmen und mir mehr Wünsche wünschen kann. Probieren wir das mal aus. Alles tut mir leid, Sterbliches. Sich mehr Wünsche zu wünschen, ist verboten. Obwohl es schon viele versucht haben. Also, was wird euer Wunsch sein? Ich werde einen Wunsch für mich selbst äußern? Dann wählt weise sterblich, aber gebt acht. Ein Wunsch, den es an Weisheit fehlt, bringt Unglück über den, den ihr äußert. Ich wünsche, dass meine ganze Gruppe geheilt wird. Nein. Ich wünsche mir, dass Zaubersprüche, nachdem ich sie benutzt habe, sich von alleine gleich wieder in meinem Gedächtnis verankern. Ich wünsche mir, dass meine Gruppe unverwundbar wird. Ich wünsche mir, dass sich eine ganze Horde versammelt, die meine Feinde überwältigt. Ich wünsche mir, vor Untoten geschützt zu sein. Ich will reich sein. Ich wünsche mir einen mächtigen, magischen Gegenstand. Ich wünsche mir mehr Erfahrung. Ich wünsche mir, alles so zu sehen, wie es wirklich ist. Ich wünsche mir ein Abenteuer, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich wünsche mir Kontrolle über die Zeit. Ich wünsche mir, alles zu sein, was ich will. Ich wünsche mir, auf alles vorbereitet zu sein. Ich wünsche mir, dass alle meine Feinde sterben. Lass mich nochmal überlegen. Ich wünsche mir Moment an meiner Seite. Euer Wunsch ist mein Befehl. Wartet. Faszinierend, äußerst seltsam. Meine Kräfte können euch diesen Wunsch nicht erfüllen. Es scheint sterblicher, als müsste ich euch einen anderen Wunsch gewähren. Tod von Irenicus. Euer Wunsch ist Befehl. Nein. Okay. Tötet Jafir? Ihr seid nicht die Einzigen, die diesen Augenblick genießen werden, Sterbliche, obwohl ich an die Lampe bei seiner Leiche gebunden bleibe. Gleich Wunsch, der Wunsch wurde geäußert. Lebt wohl. 3000 Erfahrungspunkte, das ist nicht viel. Was könnte ich noch so wählen? Ja, ich probiere jetzt gerade ein bisschen mit der Lampe rum. Wenn ich um Erfahrungspunkte bitte. Ja, kennen wir alles. Ich könnte Kala zurückbringen oder verdammen. Ich könnte dem Djinn die Freiheit wünschen. Ich könnte mir auch Erfahrung wünschen. Kämpft gut und ihr werdet Erfahrung sammeln. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, genau. Dieser Djinn ist furchtbar. Nein, ich will die Lampe. Willst du mich veralbern? Oder bin ich gerade zu inkompetent? Ja, dann lass uns anfangen. Ich wünsche dir die Freiheit. Das würde dir für mich tun. Ich danke euch, Sterbliche. Endlich kann ich nach Hause zurückkehren. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Anderen helfen und gute Taten vollbringen. Ja, 5000 Erfahrungspunkte dafür, dass wir den Djinn befreit haben. Und ein Rufpunkt, das ist auch sehr gut. Jetzt haben wir nämlich einen Ruf von 13. Und eine Aufgabe abgeschlossen. Steht die hier oder steht die jetzt im zweiten? Die steht jetzt wahrscheinlich hier, oder? Wir haben das Befehlswort für die Lampe des Djinns herausgefunden und den letzten Wunsch dazu benutzt, den Djinn aus seiner Gefangenschaft in der Lampe zu befreien. Ich war keine große Herausforderung. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg vor. Ja. Kaedon ist glücklich.
Ach ja, da war ja was im Kranich. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten. Lasst mich bitte helfen. Ich bin gerne zu Diensten. Wir sind allesamt Helden. Ihr, wo und ich. Kann ich nicht so einfach öffnen? Bei mir ist das Bier billig. Gut, die Leute reden jetzt auch nicht mehr über das Pärchen. So wie es aussieht. Manon hat euch nichts zu sagen. Gut. Das heißt. Zeig mir wohin und ich schlage zu.